Sieht interessant aus. Dann lasst uns mal zur Klinik. Ich glaube, wir waren da schon mal. Signal, fliegen wir los. Okay, es geht los. Umlaufbahn programmiert. Oh, sieh dir diesen Ausblick an. So, alles eingestellt. Counter läuft. In 5, 4, 3, 2, 1 und Mopsgeschwindigkeit. Das ist was so hell sein muss. Was für eine Reise. Schalte von Graf auf Normalantrieb. Du bist nun im Raum der Klinik. Bitte docke an oder räume den Bereich für eintreffende Patienten. Ja, hier können wir, glaube ich, nichts verkaufen, aber es sieht schon bemerkenswert aus. In welchem System sind wir denn eigentlich gerade? Nepala. Vor, die entwickeln dann irgendwas, das du selber andocken musst. Im Kampf. Luke entriegelt. Wir sind angedockt. So. Ups, ja. So. Habe ich alles erlebt. Was? Tja. Vorsicht, wenn du auf diese Ekliptikpässer triffst. Die führen sich wie die Könige der besiedelten Systeme auf. Okay, und sie nutzen alte, verlassene Anlagen gerne als Außenposten. Wie, das kann ich. Irgendwas aus. Dann prügel ich dich in eines von den Krankenbetten. Nee, mach ich nicht. Wobei, vielleicht schon. Okay. Du würdest dich wundern, wie oft ich erklären muss, dass Tech-Updates Priorität haben sollten. Oder vielleicht auch nicht. Erzähl mir mal was hier über die Annahme. Ach, du kennst sie nicht. Okay, die Kurzform. Die UC haben die Station 2194 gebaut. Sie lag außerhalb ihres angestammten Gebietes, was für ein bisschen Streit und ein bisschen Krieg gesorgt hat. Nach einer Weile, einer viel zu langen Weile, da sind sich die meisten einig, war der Krieg vorbei. Eine der Bedingungen war, dass das Freestar Collective die Station bekommt. Okay. Irgendwie ironisch, dass um eine Station, die Leben retten soll, ein Krieg geführt wird. So habe ich es noch nie gesehen. Du hast schon recht, aber nennt man das ironisch? Ich weiß nie genau, was da eigentlich die Definition ist. Seitdem wird die Klinik vom Freestar Collective kontrolliert. Seit über 100 Jahren, glaube ich. Mit der Zeit hat sie sich immer mehr auf exotische Krankheiten konzentriert, die die Leute von Planeten- und Weltraumexpeditionen mitgebracht haben. Macht im Grunde nichts anderes mehr. Wir führen die Arbeit heute fort. Macht mich ehrlich gesagt richtig stolz, wenn ich mir das nochmal so bewusst mache. Okay, gut. Schönen Tag noch. Ebenso. So. Unbefugten ist der Zutritt verboten. Nur Personal. Ich gehöre zu einer geheimen Gesundheitstaskforce. Ich soll einen Ausbruch untersuchen. Einen Ausbruch? Davon weiß ich gar nichts. Musst du auch nicht. Wie gesagt, geheim. Wir wollen nicht, dass Panik ausbricht. Behalte das also bitte für dich. Nee. Gut, hier ist eine Zugangskarte. Viel Glück.
Tja, mein Freund. Sei nicht so leichtgläubig, wenn du schon Wachmann bist. Och nö. Sorgen besser. Ich will das nicht nochmal durchkauen. Ich bin müde, okay? Heute mal nicht. Das kann doch für dich nicht okay sein. Du hast ein Eid abgelegt und verstößt gerade dagegen. Hey, das Zeug ist da, auch wenn ich nicht weiß, was ich jetzt damit machen soll. Vielleicht ist die Genehmigung ja wirklich unterwegs. Und jetzt geh bitte zu Kai. Sieh nach, ob er stabil ist. Ich will ihn nicht verlieren. Wir kriegen das hin. Versprochen. Aber wenn wir Kai verlieren, gehe ich zu SRM. Mir ist meine Karriere mittlerweile scheißegal. Geht mir auch so. So, wir gucken mal, ob Kai irgendwo ist in der Kiste. Bist du Kai? Hast du dich verirrt? Besucher haben hier keinen Zutritt. Ich bin ja kein Besucher. Klinikpersonal, du. Du solltest eigentlich nicht hier sein, eigentlich, oder? Eigentlich. Ich will nur mal gucken. Tägliche Diagnosen, okay. Ist das Kai hier? Ich komme hier nie raus. Oh. Kai ist eine Spur neben sich, habe ich das Gefühl. Sean McAfee. Ach, du bist hey, doch der... Wer hat dich reingelassen? Zutritt verboten. Das ist doch der Virenmensch hier, ne, McAfee. Ich habe Erfahrung mit Koma-Patienten. Wenn du mir sagst, was los war, kann ich vielleicht helfen. Okay, ich sag's dir. Wir haben einen Vertrag mit Infinity LTD. Für irgendetwas, das sie Dominion-Projekt nennen. Dr. Lane und ich sollten Versuche bei mehreren Freiwilligen durchführen. Bislang hat nur ein Patient überlebt. Klingt eher so, als hättet ihr unter falschem Vorwand jede Menge Leute ermordet. Hey, immer mit der Ruhe, okay? Als Infinity uns eingestellt hat, hieß es, die Genehmigung für Studien an Menschen wäre schon im Gange und würde in ein paar Tagen vorliegen. Aber es kam nichts. Wenn wir fragten, sollte es immer nur noch ein paar Tage dauern. Aber wir machten weiter. Bei dem Geld und dem möglichen Erfolg war es einfach, sich zu sagen, dass das schon irgendwann kommt. Sean? Ja. Was zur Hölle ist hier los? Ja, was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle ist hier los? Ich sehe nicht, wer das ist. Wie konntet ihr die ganzen Leute sterben lassen, ohne irgendwas zu unternehmen? Ihr habt die Unsichtbarkeit entwickelt. Glaubst du, wir hätten untätig zugesehen? Wir haben alles getan, um sie zu retten. Du hast keine Ahnung, wie viele Stunden wir im OP standen und wie genau wir jeden Einzelnen überwacht haben. Infinity lässt euch die Drecksarbeit machen und kommt ungeschoren damit davon. In solchen Augenblicken denke ich immer, ich muss es nur jemanden laut sagen hören. Ja. Sean hat die Wahrheit gesagt. Wir dachten, die Genehmigung würde jeden Tag kommen, also haben wir weitergemacht. Als wir es langsam kapiert haben, war es schon zu spät. Wir haben zu tief in der Lüge mit drin gesteckt. Meine Güte, das ist doch lächerlich. Der steht wahrscheinlich hinterm Zaun. Wir reden hier von Menschenleben, nicht von abstrakten Datenpunkten auf einer Slate. Übel, viel Spaß im Klass. Wenn jetzt auffällt, könnt ihr einen Weg finden, eure Namen aus der Sache rauszuhalten. Glaubst du wirklich, das geht? Nein, war nur ein Scherz. Ihr müsst euch natürlich den Konsequenzen stellen. Ihr habt hier zwar Mist gebaut, aber die wahre Schuld liegt bei Infinity. Schön, dass du es so siehst. Die Öffentlichkeit wäre nicht so gnädig. Unsere Kollegen auch nicht. Tu einfach, was du tun musst. Du kannst uneingeschränkt auf meinen Computer zugreifen. Aha. Und danke. So sehr ich bereit war, beruflichen Selbstmord zu begehen, fand ich den Gedanken schlimm. Ich weiß, Sarah, das war nicht jetzt deins. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Wenn es okay ist, würde ich gerne möglichst bald mit Admiral Logan reden. Admiral Logans Büro müsste ganz in der... Haben wir irgendwie eine Ansicht, wie der Status ist? Ich glaube, hier über Status B, ne?
zu den Charakteren. Nee. Haben wir keinen Überblick, was der Status mit Sarah ist? Gehen wir. Alter, die Leichensäcke hier. So, wir dürfen auf den Computer zugreifen. Dafür war es doch wert, oder nicht? Ich bin dir wirklich dankbar für deine Hilfe. Wo ist dein Computer? Da. Testsubjekt, Protokolle. Okay. Titan, Grad 128, Koma, Kai. Anfangsprozedur war erfolgreich. Patient stellte in den ersten 4 Tagen keine Veränderung fest. Gehirnwellen normal, Wahrnehmung in einem Bereich mal 100%. Ein Testversuch des Neuro-Ems am Tag 5 löste schwere Kopfschmerzen mit späteren Gehirnblutungen aus. Der Neuro-Emp wurde entfernt, um tödlichen Verlauf zu verhindern, aber der Patient befindet sich derzeitig im Koma. Na toll. Was haben wir hier? Ja, Kinder, Karodine, verstorben. Prozedur war im Volk und alle Vitalwerte am ersten Tag im normalen Bereich. Etwa 37 Stunden nach der OP begann der Körper, das Implantat abzustoßen. Ich vermute, A09 verwendete den Neuro-M versehentlich an einen Mitarbeiter, der über schwerem Schwindel klagte. Wir leiteten eine Not-OP ein, um den Neuro-M zu entnehmen, doch der Hirntod trat kurz nach seiner Entfernung ein. A8. Verstorben. Anfangsprozedur schien erfolgreich zu sein, aber ca. eine Stunde nach der Operation traten die ersten Anzeichen für Ödeme auf. Initiale Stabilisierungsversuche über den Midpod schlugen fehl und der Zustand verschlechterte sich rapide. Wir begannen mit der Vorbereitung der Not-OP, aber bevor es dazu kommen konnte, erlitt A08 vollständiges Hirnversagen. Dominion-Projekt. Willkommen bei Infinity LTD. Wir hoffen, du erzielst den Forschungsdurchbruch, den wir für die Perfektionierung des Dominion-Projekts benötigen. Du wurdest uns nachdrücklich von Faye Sengsavan, der Leiterin unseres Forschungs- und Entwicklungsabteilung, empfohlen. Wir freuen uns daher sehr, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Ich verstehe deine Bedenken angesichts der Tatsache, dass diese Menschenversuche bislang nicht genehmigt wurden, aber ich kann dir versichern, dass dies lediglich ein kleiner Stolperstein ist. Mir wurde gesagt, dass wir unsere Genehmigung in wenigen Tagen erhalten werden und wir leiten die entsprechenden Dokumente so bald wie möglich an dich weiter. Bitte bedenke, dass alle Probanden eine Verzichtserklärung unterschrieben haben und sich der Risiken bewusst sind. Ich hoffe, das räumt jegliche verbleibende Bedenken aus. Der Zweck heiligt die Mittel. Für das Dominion-Projekt wird eine kompatible Legierung benötigt, die vom menschlichen Gehirn nach der Implantation des internen Neuro-Ems nicht abgestoßen wird. Das ist das, was Dings schon hat, ne? Ryujin. Ziel 1, korrekte Legierungsverhältnis finden. Es wurden einige Metalle für ausgiebige Testreihen zur Verfügung gestellt. Wir versuchen aktuell ein seltenes Metall zu beschaffen, das erst zu einem späteren Zeitpunkt geliefert werden kann. Ziel 2, die Effizienz des internen Neuro-Amps prüfen. Nach erfolgreicher Implantation müssen wir sicherstellen oder gehen, dass der Neuro-Amp auch effizient eingesetzt werden kann. Es sollten keine Nebenwirkungen auftreten, weder beim Anwenden noch bei der Zielperson. Ziel 3, Verluste minimieren. Infinity LTD ist sich im Klaren darüber, dass schwere Verletzungen oder gar Todesfälle nicht ausgeschlossen werden können. Der Fortschritt darf unter keinen Umständen behindert werden. Wende dich nötigenfalls an deinen Kontakt, dann kümmern wir uns darum. Am heutigen Tage beginnt ein neues Abenteuer auf dem Gebiet der Neurowissenschaften. Obwohl Infinity LTD immer noch auf die offizielle Genehmigung wartet, fahren wir mit den Tests zu ihrer neuesten Technologie, dem internen Neuro-M, fort. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr ich mich freue, an einem neuen Projekt beteiligt zu sein, mit dem ich mein Ansehen bei den Kollegen endlich wieder etwas aufpolieren kann. Ich habe Sean eingeladen, bei dem Projekt mitzuhelfen. Er weiß, wie ich arbeite. Außerdem kann er die Credits genauso gut gebrauchen wie ich. Die Methodik sollte keine große Hürde darstellen. Es hängt also eher davon ab, wie dieses Stück Technologie von Infinity LTD mit Hirngewebe interagiert. Hinter der Entwicklung dieses neuen Neuro-M steckt Dr. Faye Sengsavan. Sie hat mir versichert, dass es keinerlei Komplikationen geben sollte. Wollen wir mal hoffen, dass wir uns jeweiliges Wissen nutzen können, um ans Ziel zu kommen. Das könnte genau der Schub sein, den meine Karriere braucht. Wir haben heute unser erstes Testsubjekt verloren, A01 Brodenwin Meyer. Der Eingriff verlief ohne Komplikationen, aber ich vermute, dass sich der Neuro-Amp überhitzt und die an ihn grenzenden Hirnregionen versenkt hat. Ich habe Faye die Ergebnisse geschickt, sie meint eine Lösung dafür zu haben, aber meine Güte, ich habe noch nie eine Patientin verloren. Ich habe alle nach Hause geschickt, Sean wollte da bleiben, aber ich habe ihn auch weggeschickt. Ich weiß, dass er das auch erstmal verarbeiten musste und wollte ihn nicht zurückhalten. Ich rede mir ein, dass es am
Neuroemplar, dass es sich nicht, dass es nicht meine Schuld war. Aber das kommt mir wie eine billige Ausrede vor. Anders geht es gar nicht. Und was passiert jetzt? Die Versuche wurden noch nicht einmal genehmigt und ich habe schon den ersten Toten zu verantworten. Ich dachte, dass ich mich an großen Fortschritten auf dem Gebiet der Neurowissenschaften beteilige. Aber wenn ich nicht aufpasse, könnte ich das, was von meiner Karriere übrig ist, auch noch ruinieren. Früher hatte ich beim Betreten der Klinik noch große Hoffnung auf das, was Sean und ich alles erreichen konnten. Inzwischen schwer vorstellbar, aber Fays Konzept vom internen Neuroamp und das Versprechen von Ruhm und Reichtum waren genau die Motivation, die ich brauchte. Ich war völlig verblendet. Ich hätte nie zustimmen dürfen, die Testreihen ohne offizielle Genehmigung zu starten. Ich hätte Sean nie in die ganze Sache hineinziehen dürfen. Ich verstehe jetzt, warum es so hart war, die Genehmigung für Menschenversuche zu erhalten. Ich verstehe auch, warum die Verträge so komplex sind. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal einen Patienten verlieren würde, aber tatsächlich habe ich mehr verloren, als ich zugeben möchte. Infinitys Rechtsabteilung hat mir versichert, dass die Verträge, die unsere Testsubjekte unterschrieben haben, uns vor jeglichen rechtlichen Konsequenzen bewahren werden. Aber da die Testreihe selbst noch nicht genehmigt ist, habe ich das Gefühl, dass das Ganze auf tönernen Füßen steht. Aber irgendwie will die Hoffnung nicht sterben. Nach den ersten Todesfällen habe ich mir geschworen, aufzuhören, aber Fay bestand darauf, dass ihre Änderungen am Prototyp den Durchbruch bringen würden. Dass es der letzte Prototyp wäre. Ich habe neue Motivation und frisches Selbstvertrauen geschöpft, nur um am Ende wieder mit einem Toten dazustehen. Wir haben noch 3 Probanden übrig. Sie wissen nichts vom Schicksal ihrer Vorgänger. Fay hat mich informiert, dass ihr neuester Prototyp fertig ist und auf dem Weg zu mir ist. Ich kann nur hoffen, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Kais Ergebnisse waren anfangs so vielversprechend, aber jetzt liegt der arme Junge im Koma. Ich dachte wirklich, er wäre das Licht am Ende dieses grausamen Tunnels. Wir haben unsere ganze Liste an Probanden verloren und mir graut es vor der Vorstellung, dass Infinity einfach neue anheuern wird. Was ist da nun los? Hat Fabe völlig den Verstand verloren? Ich verstehe ja, dass Firmen auf Eile pochen, wenn es um Haushaltsprodukte oder vielleicht Bürosoftware geht, aber doch nicht bei etwas, das Menschenleben gefährdet. Dieser interne Neuroamp könnte genauso gut eine Mordwaffe sein und ich bin derjenige, dem das Blut an den Händen klebt. Verträge hin oder her, ich bin mir sicher, dass das Ganze in einer Katastrophe enden wird. Tja. Ich hätte nie meinen Stolz über Menschenleben stellen dürfen. Tja, hättest du mal. Sag Bescheid, wenn du startbereit bist. Schlimme Sache, das. Man hört immer, dass das passieren kann. Glaubt es mir. Ja, ja. Hier ist es immer total ruhig. Ich dachte gerade, er ist tot. Ja gut ist. Mach mir das Leben bitte nicht schwerer. Ja? Willst du irgendwas abladen? Die Handelsaufsicht sucht immer Ware. Der Automat, überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen. Okay, kein Problem. Okay, warte mal, jetzt, ich will bloß mal gucken. Nee, wirklich, nur mal gucken. Was haben die denn hier im Angebot? Okay, Hopetech haben sie hier. Stroud, die haben alles. Die haben alles im Angebot. Schildgenerator C. Dazu bräuchte ich aber für diesen Schildgenerator bräuchte natürlich einen Reaktor C, den ich mir natürlich nicht leisten kann, weil dazu brauche ich Fliegen. Ach, Fliegen, nicht nur Raumschiffdesign, ich brauche Fliegen Rang 3. So, den habe ich, glaube ich, schon. Wir haben 23, genau, als Reaktor. Okay, also hier könnte man... Kraftantrieb, warte mal. Den besten A. Das ist nicht der beste A, das ist der beste A. 27 für den Kraftsprung. Bei Raumschiff Design 2. Welchen haben wir denn da gerade? Max Energie 9, 27. Ja. Haben wir auch gerade, okay. Aber der ist 42 schwer. Der ist 47 schwer. Braucht aber ein anderes Raumschiffdesign. Kraftsprungzustand, was auch immer das bedeutet, das weiß ich nicht. War der hinten? Nee, der war da unten dran. F. Okay. Aber
brauche ich einfach nicht speichern jetzt einfach. Aber hier könnten wir auch normale Sachen verkaufen. Unbedingt die Ressourcen verwerten. Wir haben viel zu viel. Constellation Guide. Spielcharakter verbraucht bei überschrittener Tragkapazität dauerhaft 15% weniger Sauerstoff. Dankeschön. Ein Glück habe ich noch mal geguckt. So, wir müssen ja leider abdocken, weil es geht ja nicht anders. Nein! Und zurück. Ja, Sarah. Verbindung gelöst. Freie Position. Alles okay, Papa? Du siehst müde aus. Keine Sorge, Schatz, mir geht's gut. Dein Papa ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Oh, das kenne ich. Ups. Das kenne ich mit dem nicht mehr der Jüngste. Naja. Hab ich gespeichert? Warte mal. Wir sollten speichern. Fixed. Okay, alles klar. Willkommen in Neon. Haben wir Schwein gehabt. Gleich mal alles verkloppen. Wobei, der hat, glaube ich, keine Kohle, ne? Wir müssen die Zeit wirklich ablaufen lassen. Oder sind die Sprünge auch mit Zeit behaftet? Das wäre natürlich richtig gut. Aber ich befürchte, nein. Ist, brauchst du was? Wenn du Geld hast. Ich hab zu viel in dem Ding drin. Da bestimmt keine neuen Sachen hier. Wir simulieren mal neue Sachen. Und putschen uns mal ein bisschen nach oben. So. Okay. Kann man doch irgendwas? Erste Hilfe, süße Herz, Amp, Battlestim. Können wir alles nehmen. Und dann brauchen wir noch Mineralienanalyse Antimon. Ich nehme die mal mit. Ich weiß nicht, was sie bringen. Ich nehme die. Ups, nein. Zurückkaufen will ich das nicht. Und dann brauchen wir hier noch... Hat er nicht, verdammt.
Haben wir noch irgendwelche anderen Sachen? Nee. Okay. Dann verkaufen wir noch mal aus dem... Das reicht. So. Haben wir zwar nicht viel mehr zugewonnen, aber immerhin. Okay. Und die Broschüren können wir auch. So. Suchende Folgendes, ein Hüll auf Woli Opse Antimon. Ah, okay. Wenn du noch was... Ach, da kriegen wir auch noch eine Quest dafür. Oh. Okay. Eigentlich wollte ich nur so. Jetzt bin ich mal gespannt. Speichere ich vorher auch nochmal ab, weil wir wahrscheinlich dann das Implantat bekommen werden. Ich weiß nicht, ob das so gut ist mit dem Implantat. Ich hoffe, wir kriegen auch einen Hinweis darüber, ob das, was wir einschlagen, dann permanente Konsequenz hat. Hallo. Ist das endlich meine Lieferung? Du hattest wohl recht, Masako. Hoffentlich alles da wie ausgewiesen. Sieht so aus. Das sollte mehr als genug sein. So, ich verabschiede mich. Ich muss den Prototypen finalisieren. Was hast du über CM Station RC-1 erfahren? Alles. Hat Ecliptic Söldner angehört, um die Lieferung zu beschaffen? Hat bei deiner Routen... Ja, hat die angeheuert. Wenn Lucas die anheuert, um ans Rotizid zu kommen, muss er verzweifelt sein. Gab es Überlebende? Niemand hat überlebt. Ecliptic hat alle ermordet. Niemand hat überlebt. Ecliptic hat alle ermordet. Ecliptic auf eine Station voller Miner und Forscher loshetzen? Selbst für einen Konzern ist das ein neuer Tiefpunkt. Mir wurde berichtet, dass du in der Klinik gesehen wurdest. Hast du die Lieferung dorthin zurückverfolgt? Ja, Infinity hat einen privaten Vertrag mit der Klinik über einen Sicherheitsflügel. Ecliptic hat die Lieferung zur Klinik umgeleitet an einen gewissen Dr. Kendrick Lane. Ich dachte mir, dass das zusammenhängt. Hast du herausgefunden, wozu der Sicherheitsflügel dient? Er hat illegale Menschen experimentiert, um ihren internen Neuroamp zu perfektionieren. Infinity hat Menschen getötet. Sie haben versucht, ihren internen Neuroamp zu laufen zu kriegen. Wenn ich dir erzähle, versprichst du mir, dass du Infinity und Lucas Drexler heimzahlst. Ja. Nee, um ihren internen Neuro-Amp zum Laufen zu kriegen. Nicht zu perfektionieren. Tests an Menschen? Ohne das Produkt fertig zu haben? Lucas ist wahnsinnig. Zum Teufel mit Unternehmen und Geschäftsführenden und Profitspannen. Menschen sind gestorben und du zeigst keinen Funken Reue. Ich werde Yukos Team möglichst viele Informationen zu dieser Sache aus der Datenbank der Klinik ziehen lassen. Dr. Lane war bereit zu helfen, sein Personal kam mir auch eher unschuldig vor. Infinity nutzte Dr. Lane sein Personal aus, wir sollten sie nicht namentlich erwähnen. Ich habe Dr. Lane versprochen, dass wir ihn und sein Personal nicht bloßstellen. Ja, nutzt Dr. Lane sein Personal aus. Wir finden die Wahrheit selbst heraus, wenn Yuko die Informationen erhalten hat. Aber falls du recht hast, sehe ich kein Problem darin, dass sie anonym bleiben. Okay. Lucas hat Ecliptic angeheuert und nicht genehmigte Tests an Menschen durchgeführt. Das ist sein Ende. Und nachdem das Rotizid gesichert ist, können wir bald in Aktion treten. Wir müssen Infinity und Lucas ein für alle Mal erledigen. Nee, lass uns loslegen. Geh in die Chefetage und rede mit Dalton. Er hat Neuigkeiten zur Identität des Maulwurfs. Ich habe ein Meeting einberufen und erwarte deine Teilnahme. Wir müssen die Endphase in Gang setzen. 4800 Credits. Okay.
Sabotage. Sollen wir jetzt was sabotieren? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, was da... Achso, da kommen wir ja nicht hoch. Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Ja. Speichern. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Gut, du bist pünktlich. Na klar, immer. Ich habe die Beweise alle noch einmal gründlich analysiert. Wehe. Das Ergebnis ist eindeutig. Okay. Ularu ist der Maulwurf. Ich dachte mir schon, dass Imogen unschuldig ist. Die Arme. Heißt das, dass wir sie zurückholen können? Später. Ich melde mich bei ihr. Aber vorerst muss sie in ihrem Versteck bleiben. Ich wusste, dass sie unschuldig war. Ja, du hast richtig entschieden. Ich habe Masako gebrieft und ihr weiteres Vorgehen besprochen. Wir sind uns einig, dass Ularu schuldig ist, brauchen aber klare Beweise, bevor wir den Vorstand informieren. Vorerst lassen wir alle glauben, dass Imogen der Maulwurf war und die Situation geklärt ist. Wurde Imogens Name nicht schon genug durch den Dreck gezogen? Dieser Unsinn muss langsam ein Ende haben. Wir tun, als wäre Imogen der Maulwurf, damit Ularu nicht misstrauisch wird, geht klar. Verstanden, ich möchte erst handfeste Beweise, die man anfechten kann. Sie sollte einfach feuern, aber Imogen ist unschuld. Das kommt mir so unfair vor. Was soll Imogen in der Zwischenzeit machen? Sich weiter verstecken? Ja, handfeste Beweise, die niemand anfechten kann. Etwas anderes würde auch gar nicht akzeptiert werden. Okay. Masako hat Ularu beauftragt, das Programm zum Sturz von Infinity Ltd. zu schreiben. Wir glauben, dass sie die Gelegenheit nutzt, Masako innerhalb des Programms zu belasten. Das dürfte uns die nötigen Beweise liefern. Du wirst mit der Mission beauftragt, Infinity zu infiltrieren. Bevor du also gehst, bring mir bitte das Programm. Ularu hat dich schon mal reingelegt, aber das Böse nicht weiter verfänglich ist. Dann müssen wir einen anderen Weg finden, um Ularu zu überführen. Und das wird nicht leicht. Okay. Ularu soll sich selbst zu Fall bringen. Ich kann mir kein schöneres Ende vorstellen. Also, gehen wir zu dem Meeting. Oh Gott. Das wird schlimm. Jetzt sind wir im großen Konferenzsaal. Da sind alle dabei. Auch Dingsbums hier. Ja, auch sie. Hätte der Tag doch ein paar Stunden mehr. Ja. Genevieve. Okay, wen muss ich ansprechen? Wahrscheinlich muss ich mich hinsetzen. Oder? Und zeig mal Cursor. Ah, ich muss mich hinsetzen. Wir sind heute hier, um über einen Sicherheitsverstoß zu informieren. Wir haben einen Maulwurf enttarnt, der Informationen zum Dominion-Projekt an Infinity Ltd. geleakt hat. Das soll wohl ein Witz sein, oder? Bitte sagt nicht, dass es Vina ist. Sie ist ja verdächtigerweise abwesend. Bevor weiter spekuliert wird. Nein, es ist nicht Vina. Die Schuldige ist Imogen Salso, zu meiner großen Enttäuschung. Unser Agent hier hat Beweise dafür gesammelt. Nee, ich konnte Imogen ausfindig machen, sie bezüglich dieser Situation zur Rede stellen. Nee. Ich lüge mal nicht. Ich habe gespeichert, glaube ich. Hoffentlich. Dalton? Wie kann so etwas passieren? Imogen ist extrem gut ausgebildet, wie Ularu bezeugen kann. Wir fordern die Besten. Das hat aber seine Gefahren. Ich habe zwar gut ausgebildete Agents,
Aber für die Sicherheit bist du zuständig, Dalton. Das ist ein schweres Versagen deinerseits. Ich übernehme die Verantwortung, aber vergessen wir bitte nicht, dass der Maulwurf bereits eliminiert ist. Natürlich. Dank eines weiteren meiner Agents. Hallo? Ja, wir können Dalton nicht die Schuld dafür geben. Denkst du? Imogen ist Geschichte. Dieses Gezänk ist zwecklos. Mich kümmert nur, wie wir unser Eigentum zurückerlangen und wie viel Geld das uns kostet. Wiener stellt gerade den Prototypen für den internen Neuroamp fertig. Unser Agent erhält das Implantat, infiltriert Infinity LTD und stellt sämtliche Forschung sicher. Ich weiß aus guter Quelle, dass Ihre Experimente zum Nachbau der fehlenden Teile unserer Arbeit mehrere Menschenleben gefordert haben. Ihre Rechtsabteilung muss mit gewaltigen Problemen zu kämpfen haben. Ich würde vorschlagen, dass wir die Beweise David von SNN geben. Das ist die beste neutrale Methode, die Informationen öffentlich zu machen. Das wäre mir eine Hilfe. Gut, dann David. Asako, der interne Neuroamp ist bereit, wenn du die Versuchsperson schicken willst. Ich hoffe, du bist bereit dafür. Eigentlich nicht. Aber ich habe keine große Wahl. Man hat immer eine Wahl. Man muss nur entscheiden, mit welchen Konsequenzen man lieber lebt. Eben. Wiener wartet im Neuroamp-Labor in der F&E-Abteilung auf dich. Wenn du fertig bist, komm in mein Büro. Dann besprechen wir die Details zu deinem nächsten Einsatz. Eieieiei. Die Frage ist wirklich, welche Konsequenz hat dieses Neuroamp-Implantat bei mir? Jetzt müssen wir wieder runter, dann wieder hoch, ne? Ja? Kann ich drehen? Oh Gott, und in dem Raum ist die OP. Überprüf die Dosis noch Sie einmal. Scheinen. Es ist einfach widerwärtig, dass Neuroamps Menschen gegen ihren Willen kontrollieren. Ah, da ist hier unser Glückspilz. Bist du bereit, Sie eine unglaubliche Reise anzutreten? Ja, aber grillt bitte nicht das Hirn. Was genau macht denn der dann jetzt hier? Der interne Neuroamp ist gewissermaßen der nächste Schritt unserer Einflussverstärker. Er verleiht dem Nutzer die Kontrolle über ein weniger dominantes Ziel, was starken Einfluss über dessen Gedanken und Taten ermöglicht. Okay. Ist das legal? Genau genommen ist das noch nicht geklärt. Es ist nicht legal, aber für solche Entscheidungen sind wichtigere Leute als du und ich zuständig. Okay, gut, jetzt verstehe ich auch, warum es geheim ist. Absolut. Es gibt Ryujin Industries einen riesigen Vorteil über die Konkurrenz. Wir sind der Einzige, der es hat. Also dann, können wir loslegen? Ja, aber bitte nicht das Hirn grillen, ja? Oh, keine Sorge. Das ist nicht vorgesehen. Erst gehen wir ein paar Details durch. Okay. Du kommst natürlich unter Narkose. Ich werde einen kleinen Schnitt am Hinterkopf machen, wo der interne Neuroamp eingepasst wird. Die ganze Operation dauert etwa 3 bis 4 Stunden. Dann bist du fast sofort wieder fit. Falls DeMarcus alles richtig eingegeben hat, versteht sich. Was? Ich sage doch, ich habe alles 4-mal überprüft. Hey, ich ärgere dich nur, weißt du doch. Außerdem muss ich meine Versuchsperson beruhigen. Das war aber nicht beruhigend. Wirklich sehr beruhigend, willst du über eine bevorstehende OP so machen. Was gibt's denn für Risiken? Es gibt so gut wie keine Risiken. So vorausgesetzt, wie? Dein Gehirn ist nicht atypisch und du reagierst nicht negativ auf die Narkose. Bei Problemen brechen wir sofort ab und sehen uns andere Kandidaten an. Okay. Ist aber nicht beruhigend mit den Witzen und so, ne? Ach, dir passiert schon nichts. Ich sage nur, dass du in guten Händen bist. Hm. Also leg dich einfach auf den Tisch, wenn du bereit bist, dann können wir loslegen. Du weißt, was du tust. Wir machen dir Sorgen, weißt du? Ja, ich weiß. Aber es ist für uns. Oh. Jetzt geht's ab. Alles klar. Dann kann die Party ja steigen.
2. Oh. Haben wir jetzt ein Cyborg-Implantat? Okay, jetzt müssen wir 3 bis 4 Stunden, oder auch nicht. Ah, endlich aufgewacht, Schlafmütze. Die Operation war ein Erfolg, offensichtlich. Wenn du wieder ganz da bist, sag Bescheid, wie es dir geht. Okay, ich glaube, wir haben es überlebt. Sarah steht noch. Okay. Also, wie geht's dir? Gut siehst du aus. Ja, genau. Ich bin enttäuscht. Ich hatte gehofft, ein paar coole bionische Mods zu kriegen. Yep, so geht es mir jeden Morgen. Aber der Sinn der Sache ist ja, dass es keine visuellen Veränderungen und keine negativen Nebenwirkungen gibt. Ein paar Hinweise, bevor du den internen Neuroamp nutzt. Erstens, du kannst immer nur eine Person beeinflussen. Und zweitens, hält der Effekt nur kurze Zeit an. Bedenke das in einer Kampfsituation. Wie lange hält der Effekt denn genau? Sagen wir einfach, es hängt vom Nutzer ab. Das größere geistige Leistungsvermögen mancher Menschen kann die Dauer des Effekts verlängern. Okay, verstanden. Toll. Dann testen wir das Baby doch gleich mal. DeMarcus stellt sich als Versuchsperson bereit. Ich dachte, er weiß schon, wie es sich anfühlt. Ziemlich mutig von ihm nach allem, was in der Klinik passiert ist. Okay. Du willst wirklich sein Leben riskieren? Unser Testregime war so streng, dass im Grunde überhaupt gar kein Testrisiko mehr besteht. Die größte Unbekannte war es, die perfekte kompatible Legierung für das Implantat zu finden. Extern läuft die Technologie schon lange. Okay, dann schieß los. Gute Einstellung. DeMarcus ist gerne hautnah involviert und erlebt die Dinge selbst. Deswegen ist er hier wohl die Nummer 2 bei den Publikationen. Nach mir. Geh einfach über die Treppe aufs Observationsdeck. Okay, Sarah, ist alles in Ordnung. Brauchst nicht so traurig gucken, ist alles schick. Ich habe überhaupt keine Probleme. Verdammt, wo habe ich den Brenner hingelegt? Drücke F, um deinen Scanner zu öffnen und die Person auszuwählen, die du manipulieren willst. Drücke E, um deine sozialen Skills aufzurufen und wähle manipulieren. Okay, hast du eine Person manipuliert? Wählst du das Objekt oder die Person, mit dem sie interagieren soll? Diplomatie, aufhetzen, einschüchtern und manipulieren sind soziale Skills, die du bei geöffneten Scanner aktivieren kannst. Bewege deinen Cursor über das Ziel und drücke E, um deine sozialen Skills zu öffnen. Okay. Wenn der Einsatz eines sozialen Skills fehlschlägt, wird dein Ziel immun gegenüber alle weiteren Versuche, soziale Skills bei ihm anzuwenden. Finde einen Weg. Warte. Testzimmer, Schlüsselkarte. Ach, bewegen war da. Ich hab's gerade gesehen. Nee, jetzt hat er's gemacht. Alter, ist das gut. Was erforscht und entwickelt ihr überhaupt? Das habe ich mir schon immer gefragt. Nehmt mir irgendein Ryujin-Produkt. Hier wird daran gearbeitet. Das Kronjuwel ist natürlich ganz klar die Neuroamp-Abteilung. Ah, deswegen sind hier so viele Wachen auf dieser Ebene. Ja, die Geschäftsleitung hat in letzter Zeit Angst gegen Industriespionage. Wenn jemand unsere Neuroamp-Technologie in die Finger kriegt, drehen die Führungskräfte durch. Oh mein Gott, das war unglaublich. Wie war es? Oh, wie soll ich das beschreiben?
Eben war ich noch aufgeregt, wie das Experiment läuft. Und im nächsten Augenblick bin ich kurz desorientiert und denke, ich habe wohl den Faden verloren. Es war irgendwie ganz natürlich und ja, wie du vorhergesagt hast. Ich wusste es, ich wusste es. Ich kann endlich meine neueste Dissertation fertig schreiben und du schuldest mir 100 Credits. Ich beobachte mich jetzt rund um die Uhr. Bin gespannt, ob es noch andere Nebenwirkungen gibt. Hoffentlich nicht. Krass. Also, erzähl. Wie hat es sich angefühlt? Sehr kompliziert. Hat es Nebenwirkungen? Es war viel zu einfach. Diese Art von Technologie sollte verboten werden. Tja, zum Glück ist das nicht deine Entscheidung. Yes. Du weißt aber hoffentlich, dass du hier von meinem Lebenswerk sprichst, ja? Ich würde es sogar die größte Errungenschaft der besiedelten Systeme nennen. Das stimmt. Ryujin wird sich nicht so leicht davon trennen. Es war faszinierend. Ich habe mich nur kurz ein wenig desorientiert gefühlt. Eine erstaunliche Technologie. Hat es sich nicht übergriffig angefühlt? Kein bisschen. Aber es könnte schon merkwürdig sein, wenn ich mich so desorientiert fühle und dann in einem anderen Raum wieder aufwache. Wir führen aber definitiv noch weitere Tests durch. Es gibt unzählig viele Szenarien zu bedenken. Und wenn ich dich benutzt hätte, um jemanden umzubringen? Solche Ausnahmefälle muss grundsätzlich der Vorstand klären. So eine Technologie ist natürlich immer mit viel Bürokratie verbunden. Bürokratie? Ich würde mich niemals als anderer Leute Marionette wohlfühlen. Das ist vielleicht das Schöne. Du würdest es nicht merken. Außerdem hat man nicht komplette Kontrolle. Sind die Moralvorstellungen oder Überzeugungen eines Subjekts stark genug, gibt das Fehlerstellen. Allerdings war es äußerst interessant, welche Aktionen unsere Subjekte sich selbst gegenüber rechtfertigen. Okay, okay. Ich würde gern den ganzen Tag über das Potenzial meiner genialen Erfindung plaudern, aber Masako will dich sehen. Du hast offenbar eine Mission zu erledigen und Marcus und ich müssen unsere Berichte schreiben. Wenn wir Masako mit meiner Hilfe, verstehen Sie, safe öffnen lassen? Krass. Jetzt habe ich eine Mod im Kopf. Ich probiere mal was. Wenn der Deal platzt, war es das. Ich habe dich im Blick. Damit können wir dann die Leute komplett... In den Sperrzonen hast du nichts verloren. Das macht dieser Charakter nicht. Okay. Und jetzt können wir nicht mehr. Okay. Ah, da bist du ja. Wiener hat zwar gesagt, dass du sofort wieder fit bist, aber ich war skeptisch. Ich bin fit. Hoffentlich hatte sie auch mit der Behauptung keine Hirnschäden recht.
Du kommst mir nicht in die Quere und ich dir nicht. Mist. Ich hab dich im Blick. Okay, gut. Können wir mit ihr? Zeit. Ungeahntes Potenzial. Ach, der ist ja eh leer, deswegen. Ungeahntes Potenzial. So. Nachdem du jetzt mit dem internen Neuroamp ausgerüstet bist, wird es Zeit, ihn einzusetzen. Wir schleusen dich bei Infinity Ltd. ein. Jetzt lernt Lucas Drexler, warum man Ryujin Industries lieber nicht bestehlen sollte. Hauptsache, er landet hinter Gittern, ich bin bereit. Schön, dass wir in der Sache derselben Ansicht sind. Gut, Yuko hat uns einen Grundriss von Infinity Ltd. beschafft. Du hast bei dieser Mission zwei Optionen. Wir stellen dir die Mittel für beide bereit. Oh. Option A, du kommst über den Wartungszugang auf dem Dach ins Gebäude. Option B, du bekommst eine falsche Identität und wir arrangieren ein Meeting. Was sind die Vorteile von Option A gegenüber Option B? Bei Option A musst du die ganze Zeit unter dem Radar bleiben. Bei Option B hast du ein Mindestmaß an Tarnung, das dich durch Reden zu deinen Zielen führt. Darüber denke ich, wenn es soweit ist. Hauptsache, du bist im richtigen Moment bereit. Also je nachdem, welche Option du wählst, bist du entweder im Wartungsgang oder in der Marketingabteilung. Von dort aus hast du drei Ziele. Das erste Ziel ist der Computer von Lucas Drexler in seinem Büro auf der Chefetage. Zweitens, Fei Song-Savans Computer in der Forschung und Entwicklung. Drittens, du musst ihren Prototypen beschaffen, auch aus der F&E-Abteilung. Wie du siehst, hast du mehrere Ebenen vor dir. Das wird also wohl ein ziemliches Abenteuer. Wie weit komme ich mit der Identität rein, die ihr mir besorgen wollt? Freie Hand hast du nur auf der Marketing-Etage. Infinity ist zwar geizig, aber sie wissen auch, dass ein Mindestmaß an Sicherheit zwingend nötig ist. Okay, es würde deutlich schneller gehen, wenn ich die Sache direkt angehen könnte. Alles niederballern kann auch jeder Söldner oder wütende Ex-Angestellte. Du bist Ryujin-Agent, also benimm dich auch so. Okay. Also, ich habe Ularu ein Programm schreiben lassen, das du auf Lucas und Feis Computer ausführen musst. Sie erklärt dir die Details. Sobald wir Infinity Ltd. auffliegen lassen, werden ihre gesamten Daten genau unter die Lupe genommen. Die Öffentlichkeit soll nur erfahren, dass sie Söldner angeheuert und ungenehmigte Tests an Menschen durchgeführt haben. Dominion muss geheim bleiben. Ich habe ein Aufseherprogramm geschrieben, das alle Beweise sammelt, die wir benötigen, und gleichzeitig alles löscht, was mit Ryujin und dem internen Neuroamp zu tun hat. Was mit den Leuten, die davon wissen, zum Beispiel Lucas selbst? Alle, die sich auf Lucas Seite stellen, würden wegen Beihilfe oder sogar als Komplizen verurteilt werden. Sie werden ihre Karriere nicht torpedieren wollen. Und was Lucas angeht, wenn er reden und dadurch auch noch Industriespionage gestehen will, nur zu. Aber wer würde ihm das noch glauben? Bei dieser Technik ist klar, warum ihr kontrollieren wollt, wie sie aufgenommen wird. Aber die Methoden sind mir zuwider. Würden die Medien ihre eigenen Schlussfolgerungen ziehen, würde das nur Panik unter den Menschen verursachen. Es ist essentiell wichtig, das Narrativ zu kontrollieren. Hoffen wir, dass das Programm so gründlich und sicher ist, wie ihr behauptet. Also, wir wollen nicht, dass jemand zu Schaden kommt.
Ein Aufschrei über Morde würde von unserem Ziel ablenken. Sofern deine Begleitung also nicht buchstäblich eins mit den Schatten werden kann, solltest du vielleicht besser allein gehen. Wir wissen von Simon Ritschek, wie man die Zivilisten aus dem Gebäude evakuieren lassen kann. Du kennst ihn ja bestimmt noch von Cydonia. Infinitys Wartungscrew ist unterbesetzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Druckventil zu lange unkontrolliert bleibt und sie ein Riesenproblem haben. Wenn der Druck zu sehr ansteigt, kommt es in allen Stockwerken des Gebäudes zu Gaslecks, wodurch automatisch ein Evakuierungsalarm ausgelöst wird. Simon hat uns die Zugangsdaten für ihren Steuercomputer beschafft. Du kannst also das Heizungssystem ausfallen lassen. Wo ist denn der Computer? Wenn Simons Informationen korrekt sind, kannst du über einen Computer im Wartungsbereich auf sämtliche Kontrollsysteme zugreifen. Wenn du über den Zugang auf dem Dach einsteigst, liegt das sehr günstig. Auf wen muss ich noch aufpassen, wenn alle Zivilisten raus sind? Der Wachdienst hat offenbar Masken für diese Situation. Die Wachen sind also weiterhin im Gebäude stationiert. Es ist auch gut möglich, dass sie das Abwehrsystem des Gebäudes aktivieren. Du begegnest vielleicht ein paar Automatikgeschützen. Versuch also, möglichst unbemerkt zu bleiben. Gut, ich ziehe es in Erwägung. Ich rate dir dringend dazu, ihn einzusetzen. Für Stolz ist das die falsche Mission. Du musst nur eines beweisen, dass du den Auftrag erledigen kannst. Du bekommst außerdem einen Dienstanzug. Das macht es ihnen schwerer, dich zu entdecken. Diese Anzüge sind eigentlich den Rang höheren Agents vorbehalten, aber wir wollen das Risiko minimieren. Anzug hin oder her, die werden nie merken, dass ich dort war. Den hätte ich schon lange gebrauchen können. Tja, du bist noch hier. Allzu nötig hattest du ihn also wohl nicht. Wenn du das Overseer-Programm ausgeführt und den Prototypen sichergestellt hast, musst du nur noch die Slate zu David Barron in der SNN-Redaktion bringen. Gib ihm notfalls genügend Informationen, um sein Interesse zu wecken, ohne dabei Ryujin zu erwähnen oder zu sagen, wer du bist. SNN arbeitet oft mit anonymen Hinweisen. Sie werden eigene Recherchen anstellen, um die Geschichte zu bestätigen. Und wenn Barron der Sache nicht glaubt? Es ist egal, was er glaubt. Davids erster Schritt wird sein, die Informationen zu verifizieren. Wenn er die Story erst einmal bestätigt hat, wird er es als seine Pflicht ansehen, sie zu bringen. Ich würde gern Lukas Gesicht sehen, wenn die Nachricht im ganzen System gesendet wird. Ich auch. Also, noch irgendwelche letzten Fragen? Ich bin bereit. Viel Glück und erstatte mir persönlich Bericht, wenn du zurück bist. Hier sind Simons Zugangsdaten, dein Dienstanzug, das Overseer-Programm und deine Tarnidentität. Deine Deck-ID-Karte verleiht dir Zugang vom Dach und zum Aufzug. Damit kommst du also ins Gebäude. Vermassle das nicht, Skylar Lumen. Skylar Lumen, was ist das denn? So, lass mal sehen, was wir bekommen haben. Helmtarnung. Tarnanzug. Der ist, damit habe ich gar kein Problem, den anzuziehen, aber Tarnung? Okay. ID-Karte. Zugangscodes. Okay. Overseer-Programm. Das müssen wir wegbringen. So, die müssen wir noch übertragen. So, wir haben jetzt die Aufgabe eigentlich mit Dalton zu sprechen, weil wir nämlich das Programm zur Überprüfung zu Dalton bringen müssen. Nein. Die
wissen schon, wie sich ihre Kunden hier wohlfühlen. Hast du das Programm? Ja, hier ist es. Ich hoffe, du findest die Beweise, die du brauchst. Ularu wird diese Gelegenheit ausnutzen wollen. So, lass mich mal sehen. Die Entschlüsselung ist auf etwas gestoßen. Da steckt etwas drin. Okay. Das ist genau, was wir brauchten. Diesem Code nach hatte Ularu vor, es durch falsche Beweise so aussehen zu lassen, als würde Masaku mit Lucas zusammenarbeiten. Hättest du dieses Overseer-Programm ausgeführt, wären eine Reihe von gefälschten Nachrichten in das Netzwerk von Infinity LTD geladen worden. Tja, siehste. Masaku soll sogar Lucas zu frühzeitigen Versuchen an Menschen ermuntert haben. Erst Imogen, jetzt Masaku. Ularu nutzt andere nur als Sprossen ihrer persönlichen Karriereleiter. Ja. Niemand ist sicher. Ich werde die nötigen Dateien von dieser Slate kopieren und dir eine neue geben. Das Original muss als Beweis gegen Ularu unangetastet bleiben. Alles klar. Jetzt haben wir endlich die nötigen Beweise für Ularus Verrat. Gut, dann knöpfen wir uns Ularu vor. Sie verdient alles, was auf sie zukommt. Und mehr. Ularu wollte mich ausnutzen, um falsche Beweise gegen Masaku ins Spiel zu bringen? Ohne jeden Zweifel. Selbst wenn du den Upload bemerkt hättest, hätte das Programm nicht angehalten werden können. Es wäre zu spät gewesen. Okay. Ich wollte also Masaku belasten und dafür das Overseer-Programm verwenden. Genau. Und hättest du das Programm nicht zu mir gebracht, hättest du selbst diese gefälschten Beweise bei Infinity eingeschleust. Ohne diese gefälschten Beweise erwartet Ularu eine große Überraschung. Sie kann es sicher gar nicht erwarten, dass der SNN den Bericht über die Vergehen von Lucas Drexler und Masaku ausstrahlt. Hier ist die neue Slate mit dem aktualisierten Overseer-Programm. Danke dir, entzückender. Lass uns diese Sache richtig zu Ende bringen. Aber sowas von. Ganz ehrlich, ich glaube, das ziehe ich jetzt hier noch durch. Speichern. Ich bin echt gespannt drauf. Achso, doch, nee, wir sind ja ganz normal gelandet. Ich bin echt gespannt drauf. Ups, das war einer zu weit. Ich bin echt gespannt drauf, was das gleich bedeutet. Aber kleinen Moment. Ich mache ein ganz kurzes Päuschen. Ich muss kurz wohin. Wasser auffüllen und so weiter. Ich bin gleich wieder da. Gleich.